Willkommen zurück auf unserem Friedhof. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Speichern kann man das Spiel tatsächlich nur im Bett, deswegen stehen wir auch hier bei uns im Haus. Und als ich dann nach der letzten Folge gespeichert habe, ist noch Folgendes passiert. Jetzt kennen wir also auch noch Yorick. Und der hat uns eine neue Aufgabe gegeben. Der Yorick, wo ist er denn? Ist er hier überhaupt irgendwo drin? Nein, okay. Weil ich habe nämlich... Ich hatte diese Exhumierungserlaubnis. Die ich jetzt aber nicht mehr habe. Seltsam. Na, dann schauen wir einfach mal weiter. Vielleicht... Geht es dann draußen trotzdem irgendwie? Wir gucken mal gerade bei diesem Grab vorbei. Was er rechts unten sein soll. Moment. Gehen wir aber erstmal. Kirchengarten, Leichenhalle, alter Friedhof. Noch ein bisschen weiter nach links. Vermutlich ist es das Grab da unten rechts. Also mal schauen, ob man das jetzt tatsächlich... exhumieren, das machen können. Um eine Leiche exhumieren zu können, benötigst du ein Exhumierungserlaubnis. Okay. Aber wo ist die hin? Das ist seltsam. Okay. Wenn wir das nicht machen können, dann gehen wir jetzt erstmal für Horatrek zu Kretzfold, zu dem Schmied. Und eventuell kommen wir dann ja weiter mit dem Stempel, den wir für unser Fleisch brauchen. Übrigens hier links oben habe ich jetzt auch mittlerweile die Tage entdeckt. Jetzt aktuell sind wir, was weiß ich, was das sein soll. Sieht so ein bisschen aus wie ein Dreizack, aber ist kein richtiger Dreizack. Also auf jeden Fall da von den Symbolen her können wir sehen, wann denn jetzt genau diese Tage stattfinden. So, willkommen zurück im Dorf. Biegen wir einmal hier nach unten ab. Und schnacken mit dem Schmied. Weil entweder war der hier oder... Noch eins weiter unten. Ne, da ist er, der Schmied. Kretzfold. Ey, was starrst du so? Ach nichts, ich hab mich nur umgeschaut. Ich glaube, ich bin der Friedhofswärter hier. Darf ich fragen, wer du bist? Leider bin ich der Schmied. Mein Name ist Kretzfold. Gib ihm den Brief. Plus 10. Ja. 10 happy Smileys. Ein Brief, na klar. Da wohne ich eine Minute weit weg und er schafft es nicht mal hier persönlich vorbeizukommen. Alte Angewohnheiten sind schwer loszuwerden. Danke. Tut mir leid, dass ich so unhöflich war. Ist wohl eine neue Angewohnheit. Schon wieder Schleime. Horatrek bittet mich, sie loszuwerden. Ich habe keine Zeit, um mich um diese nervigen kleinen Mistviecher zu kümmern. Aber vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen. Nimm dieses rostige Schwert und einen Energietrank. Das Schwert ist zerbrochen, aber du kannst es mit einem Schleifstein an der Schleifmaschine hinter mir reparieren. Behalt den Schleifstein. Vielleicht kannst du den später gebrauchen, um deine Schaufeln zu reparieren. Wenn du es schaffst, sie zu töten, dann bringen wir die Überreste. Da sind doch noch ein paar Materialien für dich drin. Sie sollten an der anderen Seite meines Hauses sein, bei den Pfützen. Tutorial Energie, also dieser blaue Balken, den wir das letzte Mal schon entdeckt haben. Verschiedene Handlungen im Spiel verbrauchen Energie. Fertigen, Ernten und Kämpfen verbrauchen Energie. Beim Kämpfen geht auch Gesundheit verloren. Drücke Space, um anzugreifen. Du kannst deine Gesundheit und Energie mit Essen und Tränken wiederherstellen. Drücke Tab, um das Inventar zu öffnen. Schlafen stellt Gesundheit und Energie auch wieder her. Wir fragen ihn erstmal noch schnell nach dem Metallerz.
Weißt du, ich arbeite selbst auch gern mit Metall. Wo kann ich etwas Erz finden? Du findest Erz im Sumpfboden. Im Westen gibt es einen riesigen Sumpf, nachdem du den Fluss überquert hast. Ich habe da immer Erz gesammelt, bevor die Brücke eingestürzt ist. Neue Technologie freigeschaltet, Ofen, Eisenbarren und Sumpfeisen. Da müssen wir mit Sicherheit irgendwie noch die Brücke dann vorher reparieren. Schleifstein. Zerbrochenes Schwert. Und plus ein Schleifstein. Anfertigen. Hallo? F? Arbeiten? Hallo, hallo? Ah, wir müssen hier an die Seite gehen. Alles klar. Da haben wir wieder ein Schleifstein und ein rostiges Schwert. Das Schwert müssen wir nicht extra ausrüsten. Und wir können schon angreifen. Ah, das Schlimme ist, dass ich gar nicht den Angriff von denen. Auf jeden Fall habe ich ein bisschen Leben verloren. Und zwar mal grüner Wackelpudding. Kann ich kurz aufs Klo gehen? Hallo? Ja, Mensch. Die Schleime sind besiegt. Dann kriege ich 5-mal Eisenschrott. Einfache Eisenstücke sind das. Gut gemacht. Nimm diesen Schleifstein. Damit kannst du deine kaputten Werkzeuge schleifen und sie sind bald schon so gut wie neu. Neue Technologie freigeschaltet. Grüner Wackelpudding und roter Wackelpudding. Das ist schon cool, dass was man hier alles essen machen kann. Jetzt gehen wir aber erstmal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, okay, genau. Ich muss noch zum Horatrix zurückkehren, weil ich den Brief überbracht habe. Und ich müsste noch ein Bier aus der Taverne holen, aber dafür brauche ich vermutlich erstmal Geld. Dann springen wir doch gerade mal in die Taverne rein, schnacken noch mal wegen dem Brief. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen Tipp für diesen Stempel. Gut, dass du mit einem Schwert umgehen kannst. Retzvold hat mir erzählt, wie du ihm geholfen hast. Hier, ein Bier für dich. Geht aufs Haus. Ja. Aber wo kriege ich jetzt... Also ich meine, das ist schon mal sehr gut, weil das können wir nämlich dem Gary das Bier bringen. Natürlich vielleicht, wenn wir dem Gary das Bier bringen, kriegen wir irgendwie einen Stempel oder einen Tipp für den Stempel. Weil ansonsten, gut, wir könnten dann mal durchs Dorf schlappen. Das sieht denn aus, als ob er einen Stempel kennen würde. Ist doch auch nur so komische Mönche, oder? Mit euch kann ich gar nicht reden. Oh, mit dir kann ich reden. Wagner. Ich hab schlechte Laune, verzieh dich. Ja, die will nicht. Noch jemand? Na, du bist ja die eh nicht mit mir redet, weil der Mann das Sagen hat. Und der Kapitän? Arr, so ein Pech, nicht heute. Keine redet mit mir. Vielleicht die Dame hier oben? Auch nischt. Und in die Zimmer darf ich nicht. Und nach oben darf ich auch nicht. Oder doch? Diese Tür ist verschlossen, bis ich 30 Happy Smileys bei Horatrix habe. Okay. Dann müssen wir dem noch ein bisschen helfen. Je. Alles klar, dann düsen wir mal schnell zurück und bringen gerade mal dem Gary sein Bier. Vielleicht kann der uns dann schon ein bisschen weiterhelfen, was diesen Stempel angeht. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Oh, guck mal, der Esel. Nicht jetzt. Toll, danke. So, vielleicht wenigstens eine neue Leiche vorbeigebracht. Da unten ist auch ein Toter, ne? Kommen wir aber irgendwie gar nicht hin. Und es wird schon wieder dunkel. Können wir Steine abbauen? Müssen wir ein bisschen noch die Gegend erkunden. Wo man dann überall was machen kann.
Auch eine Technologie, okay. Da geht's anscheinend irgendwo runter. Können wir Bären sammeln? Und da komme ich nicht durch. Okay, dann geht's einfach nur noch wieder zurück nach oben. Und da ist die kaputte Brücke. Dafür brauche ich eine Holzplanke, 4 Balken und 8 Nägel. Das könnten wir dann ja theoretisch machen, wenn wir uns diese Holzverarbeitung bauen. Da ist eine Leiche. Wusste ich doch. Ab. Schnell zerschnippeln. Autopsie. Fleisch entfernen. So, Leiche nehmen und jetzt bringen wir die rüber an den Friedhof. Und begraben die da. Das ist schon ein anstrengender Job, so als Friedhofswärter, ne? Eine Grabstätte. So. Machen wir die doch gleich hier nebenhin noch. Erstmal schnell ausbuddeln. Hinein damit. Und zuschaufeln. Eine Bestattungsurkunde. Die könnte ich jetzt wieder für Geld verkaufen. Hab ich? Ne, ich habe gar kein Geld. Aber ich habe 2 Bestattungsurkunden. Die sollten wir tatsächlich mal irgendwie vorbeibringen. Jetzt gucken wir gerade mal, wo der Gary ist. Der bei uns am Haus rumstreunt oder wo der wieder auftaucht. Was ist das für ein Geräusch? Das ist auf jeden Fall nicht Gary. Verdammtes Tor. Ich komme jede Nacht wieder, wenn ich muss. Irgendwann komme ich hindurch. Okay. Sieht so aus, als könnte ich diese Blockage entfernen und den Bogen stärken. Ausräumen. Mach den Weg frei mit 10 Holzkeil. 2 Holzplanke und 5 Eisenstücken. 4 habe ich? Oder habe ich 5? Nein, ich habe 5 und brauche 4. Okay. Kann ich hier unten dann vielleicht so ein Lager aufbauen oder so? Mal schauen. Bauen. Kisten. Ach cool, hier unten kann man dann schön quasi ein Lager machen. Rezept einfach und lecker. Guck an. Benutzen. Herstellen gebratene Pilze und herstellen Bratapfel. Müssen wir also nur Pilze sammeln und Äpfel. Und wir haben einen Haufen Mehl. Aus dem Mehl gefertigt ein Kochtisch. Aber da können wir wahrscheinlich nicht. Wobei, das Mehl, das tun wir oben hin. Kochen, aber wir können wahrscheinlich nicht damit Weizen anpflanzen. Da bräuchten wir wahrscheinlich eher dann Weizensamen. Machen wir gerade mal noch ein bisschen die Kisten weg. Dann haben wir nämlich einmal Platz hier unten. Und zum anderen kriegen wir Zeug, was wir zum Bauen brauchen. Können wir uns dann gleich nochmal schlafen legen, es ist eh Nacht. Das haben wir 5 Balken, 10 Holzstückchen. Technologien, was kann denn der sanfte Metzger? Erste Scheibe. Ah, okay. Ah, wir haben hier oben zu allem Forschungen.
Wir können Blut und Fett noch entfernen. Dafür brauchen wir aber noch 10 Naturpunkte. Bei Landwirtschaft und Natur. Da können wir Beeren und Äpfelbäume pflanzen. Das können wir schon. Und wir könnten noch Honig herstellen. Okay. Na, fehlt uns eine Technologie noch? Ah, da kannst du viel machen, hey. Bauen und Handwerk. So, wenn wir sägen lernen, dann können wir nicht Balken und noch einen Holzscheit herstellen und dadurch oder danach können wir auch Holzkeile herstellen. Dann schalte ich das gerade mal frei. Dann kriegen wir nämlich unseren Sägebock. Und dann können wir damit auch den Holzkeil bauen, den wir brauchen, um hier unten die Sachen zu bauen. So, einfache Grabsteine. Dafür brauchen wir vermutlich dann Steine und Holz. Die Frage, was jetzt halt am ehesten Sinn macht, ne? Primitives Schmieden. Könnten wir uns unsere eigenen Nägel und unsere einfachen Eisenstücke machen. Aber wir brauchen ja erstmal dann Metall dafür. Die Nägel sollten wir uns aufheben für die Brücke, dass wir rüberkommen. Schmiedekunst und kann aus Eisenadern in Bergen gewonnen werden. Eisenerz, das wäre natürlich hervorragend. Wenn wir das dann noch lernen, da bräuchten wir, wie gesagt, 10 Natur. Da müssen wir, ich würde es einfach mal behaupten, das eine können wir noch wegmachen, oben Bäume dann fällen oder zumindest so Sträucher halt wegmachen. Wo ist denn jetzt der Gary, wenn man ihn mal braucht? So, hauen wir hier gerade mal kurz. Ah, hauen wir dann doch nicht. Eintreten, schlafen gehen. So lange, bis wir wieder wach sind. Ja, so wenn das, so wie das ausschaut, waren wir mitten in der Nacht wieder wach. Aber das passt ja zum Friedhof. Ich fühle mich so erfrischt. Guck mal, wer da wieder ist. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was glaubst du, wer du bist? Ich bin der neue Friedhofswärter. Hurra, ein Neuankömmling. Wow, ich bin hier schon, wie lange noch gleich? Ich bin Jorik. Ich bin so einsam. Ich armer, armer Kerl. Wie schade, dass du hier bist. Warte. Nein, im Gegenteil. Ich freue mich, dich zu sehen. Aber wir haben hier einen echt unangenehmen Typen neben uns vergraben. Wir hätten lieber einen neuen Nachbarn. Kannst du uns vielleicht damit helfen? Ich weiß nicht wirklich, warum ich hier bin. Gary hat mich hier hingeschickt. Du bist Jorik und er ist Gary. Lustig. Ah, der halbtote Schädel. Dieser neidische Bastard, ha. Er träumt bestimmt von der ewigen Ruhe, die ihm vergönnt ist. Ach, was sage ich da? Hier ist es furchtbar. Vor allem wegen dem Typen mit dem Grab da rechts unten. Der ist so gemein. Kannst du ihn nicht loswerden? Grab ihn einfach aus und schmeiß ihn in den Fluss. Ich kann dir sogar seine Erlaubnis geben, die ich ihm geklaut habe, als ich noch lebte. Was für eine Erlaubnis. Du bist so ein Dummerchen. Um eine Leiche auszugraben, brauchst du eine Erlaubnis. Der alte Wärter hat sowas immer im Briefkasten bei der Kirche gemacht. Ja, das erklärt zumindest, warum ich keine Bestattungsurkunde mehr hatte. Und, warum Jorik nicht da war. Nach dem letzten Speichern kam er. Aber jetzt war er schon wieder, also hat irgendwie anscheinend nicht noch mitgespeichert. Da hätte ich danach quasi nochmal speichern müssen anscheinend. Jetzt können wir nämlich hier unseren Typen ausbuddeln. Dann würde ich sagen, machen wir das doch gleich mal. Exhumieren. Okay. Zack. Raus damit.
Ich muss ja nur gucken, wo der Fluss ist. Aber erstmal gucken wir, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können bei ihm. Können wir die Zeit nutzen? Ach, da guck mal, da ist ja Gary. Okay, also, ist er in der Leichenhalle? Müssen wir uns mal merken. Bevor ich das wieder vergesse. Ja, zum Fluss komme ich, glaube ich, jetzt noch gar nicht, ne? Gucken mal schnell nach. Mal schauen, ob wir irgendwie da hinkommen. Vielleicht ist hier unten noch gar nicht der Fluss. Na, da kommen wir nicht durch. Ich will jetzt auch nicht unbedingt durchs ganze Dorf mit der Leiche spazieren. Ach, hier kommt man nirgends durch. Das ist enttäuschend. Lass mich dich loswerden. Oder ist das irgendwie ein Meer oder so? Könnte auch ein Meer sein. Alles ist bereit, mein Herr. Gut. Gab es Probleme? Nein, mein Herr. Aber da war so ein komischer Kauz, der hier herumgeschnüffelt hat. Oh, da ist er. Halt! Leute, beruhigt euch. Ich wohne hier auf dem Friedhof. Er nennt uns Leute? Das muss für wahr ein Kultist sein, mein Herr. Sag ihnen, dass du der Friedhofswärter bist. Bin der Friedhofswärter, da können sie die Dorfbewohner gerne fragen. Dann musst du wohl neu sein. Ich fühle, dass du die Wahrheit sagst. Möchtest du mich zur Hexenverbrennung begleiten? Ja klar. Es wäre mir eine Ehre. Also, wie bist du zu dieser interessanten Aufgabe gekommen? Von der echten Welt erzählen. Na, ich glaube, dann verbrennt er mich auch. Nun ja, das ist einfach so passiert. Da gibt es nichts zu erzählen. Verheimlichst doch irgendwas. Werde es schon noch herausfinden. Hier bin ich, der Großinquisitor. Ich schütze den wahren Glauben und die Menschheit. Wir erleben gerade schwere Zeiten in der Stadt. Das Schiff der Toten ist bereits überfüllt. Und es steckt schon ein neues Schiff am Hafen fest. Ein Friedhof könnte nicht zu einem besseren Zeitpunkt wieder in Betrieb genommen werden. Der dunkle Kult wird stärker, kann es fühlen. Rechtschaffener Zorn regt sich in meiner Seele. Wir hatten lange keine Hexen mehr und jetzt verbrennen wir schon die zweite dieses Jahr. Und das ist nur der Anfang. Die Hexe soll brennen! Brenne! Lang lebe der Großinquisitor! Es gibt gebratenes Hühnchen! Also, du hast wohl viel mit Leichen zu tun, nicht wahr? Ja, das gehört zu meiner Arbeit. Und du lebst gleich neben diesem Hügel beim Friedhof, stimmt's? Ja. Interessant, interessant. Weißt du, ich brauche hier jemanden im Dorf. Einen Freund. Ein Freund von mir ist ein Freund der Heiligen Inquisition. Dorfbewohner sind so verschieden von uns Stadtmenschen. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Aber du bist neu hier. Dir könnten ungewöhnliche Dinge auffallen. Ich denke, Beziehungen sind nie schlecht, wir werden sein Freund. Eine weise Entscheidung. Freundschaft basiert auf Vertrauen und gutem Willen. Um ein Vertrauen zu gewinnen, ein Freund der Inquisition zu werden, musst du diesen guten Willen erst einmal beweisen. Nun denn, ich habe ein paar kleine Aufgaben für dich. Was für Aufgaben? Alles zu seiner Zeit. Heute ist der Tag des Zorns. Ein Tag, um sich mit Kleinigkeiten herumzuschlagen.
Wir können am nächsten Mann reden oder an einem anderen. Ich komme gern hierhin. An keinem anderen Ort fühle ich meinen heiligen Zorn so intensiv. So, wir haben eine neue Aufgabe bekommen. Beim Inquisitor auf dem Hexenhügel in ihrem Treffen. An heute quasi. Oder? So rot markiert, das müsste heute sein. Aber dass sich da niemand wundert, dass ich eine Leiche auf dem Buckel habe, das wundert mich. Aber gut, die wollten wir noch wegschmeißen. Dann kümmern wir uns da noch drum, aber ich muss, glaube ich, noch eins weiter runter. Da war der Fluss. Da wir vorhin waren, und da können wir jetzt auch unsere Leiche reinwerfen. Au, ruck. Und tschüss. Da schwimmt er weg. Der Schlingel. Sammeln wir uns gerade mal ein paar Beeren. Adieu. Weg ist er. Mal gucken, was Jorik dazu sagt. Was glaubst du eigentlich, was du da machst? Ein Geist hat mich gebeten, diese Leiche loszuwerden. Und du machst einfach, was fremde Geister dir erzählen. Er kann dir doch gar nichts anhaben. Haha, mit welchem Körper denn? Ich allerdings kann dich zu Tode beißen, während du schläfst. Natürlich würde ich sowas nie tun, weil wir doch Freunde sind. Aber du verstehst, was ich damit sagen will, oder? Nun ja. Also wenn du mich fragst, ist der beste Weg, eine Leiche loszuwerden, sie zu verbrennen. Wie kann ich eine Leiche verbrennen? Weißt du was? Das ist einer dieser Typen, die viel klüger aussehen, als sie eigentlich sind. Hm, danke. Genau das meine ich. Nee. Du brauchst Holz. Und Feuer. Es ist nicht ganz einfach, das ganze Ding bis zur Asche runterzubrennen. Wo kann ich sie verbrennen? Hm, du brauchst einen ruhigen Ort. So wie den, an dem ich meditiere. Geh vom Friedhofseingang aus über die Straße. Bei der Klippe. Weißt du, wohin dieser Fluss fließt? Der Fluss, der fließt in Richtung der Stadt, glaube ich. Auf und weg. So, Friedhofseingang ist quasi hier. Gegenüber bei der Klippe. Und jetzt? Wie kann ich was bauen? Ein Feuerbestattungsort. Ach, guck. Da muss ich aber wahrscheinlich erst noch irgendwie was erforschen. Also hier können wir dann Feuerbestattungen machen. Okay, dann bringen wir gerade noch schnell Gary sein Bier vorbei. Hey, wo ist mein Bier? Gib ihm ein Bier. Plus 20 Happy Smileys. Ah, wie enttäuschend. Ich glaube, ich brauche etwas Stärkeres. In Ordnung. Du scheinst ja ganz in Ordnung zu sein. Also hier ist ein guter Ratschlag. Hör auf, durch die Gegend zu laufen und allen zu erzählen, dass du aus einer anderen Welt kommst. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, aber ich glaube, ich habe meinen Körper aus einem ähnlichen Grund verloren. Also wenn du deinen behalten willst, hör auf. Vielleicht hat er recht. Ich sollte vorsichtiger sein. Also, was für eine Frage? Ich habe ein paar Fragen. Wie komme ich nach Hause? Ganz einfach. Du kannst bestimmt das Portal auf dem Hexenhügel benutzen. Da muss ich einfach nur hindurchgehen, oder was? Muss ich es erst anschalten? Ich habe hier drin offensichtlich kein Gehirn, also weiß ich auch nicht, woher dieses Wissen kommt. Ich habe dir alles verraten, woran ich mich erinnere. Vielleicht helfen dir ein paar Bücher aus der Bibliothek weiter. Wow, die Kirche hat eine Bibliothek im Keller. Oder vielleicht weiß der junge Astrologe etwas. Der ist ziemlich clever. Wie komme ich in die Bibliothek? Natürlich durch die Kirche. Und ich glaube, dein Weinkeller schließt an die Kirchengewölbe an. Oh, sogar die Leichenhalle ist irgendwie damit verbunden. Da unten gibt es ein ganzes Netz von Tunneln und Gängen. Netz. Ich fischte gern. Ich kann mich ans Fischen erinnern.
Ich habe mal einen Fisch gefangen, der war so zart. Ich habe keine Hände. Aber glaub mir, der war riesig. Ich hasse Fischgeschichten. Und einmal? Weißt du was? Ich muss los. Klar, klar. Ist ja auch toll, wenn man Beine hat. Vergiss nicht, mir Wein so mitzubringen. Fragen wir noch kurz nach dem Astrologen. Oh, er ist so klug und immer fröhlich. Ich kenne ihn zwar nicht persönlich, aber das denke ich zumindest. Aber sein Wein ist der beste. Und er war ein guter Freund des Leuchtturmwärters. Sie trafen sich jeden Mond am Leuchtturm. Wo ist der Leuchtturm? In der Nähe von, mal nachdenken. Zart, ich hab's vergessen. Diese ganzen Fragen sind so frustrierend. Du bist kein guter Freund, weißt du? Und tschüss. Bis später. Reparieren, den Tisch reparieren mit 5 Balken und 2 Eisenstücken. Aufheben machen, aufheben machen. Fertigen. Fix the Corpse Hatch. Ein Stein. Da kann man mit Sicherheit. Dann werden vielleicht die Leichen, wenn man die hier reinschmeißt, dann kommen die dann direkt hier unten an. Weil das so eine Klappe ist für, ja, Leichen. Und da brauchen wir auch wieder Holzkeile, einen Holzbalken und Eisenteile. Das heißt, wir müssen uns dann erstmal diese Holzfertigung bauen. Ah, genau. Das ist quasi das, wo man die dann einfach reinschmeißen kann, die dann runterrutschen. Brauchen wir also 8 von diesen Erzen und ein paar Steine noch. Kann man die hier einfach abbauen? Oder muss man die dann noch verarbeiten, die Steine? Ein ganzer Stein. Bin begeistert. Okay, aber all das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen heute. Wir sind ein bisschen rumgestromert, haben uns noch etwas umgeschaut, haben dem Gary sein Bier gebracht und die Leiche weggeworfen. Wird also ein bisschen fortgeschritten und das nächste Mal schauen wir halt, dass wir mal ein bisschen Zeug reparieren können. Also, dass wir im Keller ein bisschen arbeiten können, sofern das möglich ist, sofern wir die Materialien und das Wissen dafür haben. Ansonsten würde ich sagen, machen wir uns auch mal auf den Weg zum Leuchtturm. Bis dahin, macht's gut und ciao.